Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer EP. Und Folge über Folge führen wir Gespräche und müssten jetzt mittlerweile bei der letzten angekommen sein. Liliana. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Die Namen derer, die wir verloren haben. Ihr gebt bestimmt mir die Schuld daran. Nein. Was? Hä? Wieso war die in Schuld? Wir alle haben gesehen, wer uns angegriffen hat. Wir wissen genau, wer die Schuld daran trägt. Ich frage mich immer wieder, was ich hätte anders machen können. Als die ersten meiner Späher verschwunden sind, habe ich die anderen zurückbeordert, um erst auf weitere Informationen zu warten. Wären sie weiterhin im Einsatz gewesen, hätten sie uns mehr Zeit verschaffen können. Oh, ich hatte Angst, meine Spione zu verlieren. Und so haben wir stattdessen Haven verloren. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie dort draußen gestorben wären und wir Haven dennoch verloren hätten. Das könnt ihr nicht wissen. Ihre Leben hätten Haven eine kleine Chance verschaffen können. Meine Leute wissen, was ihre Pflicht ist. Sie kennen die Risiken. Sie sind sich bewusst, dass sie im Dienste der Inquisition möglicherweise ihre Leben opfern müssen. Richtig, sie sind unsere Soldaten. Sie werden für uns tun, was auch immer nötig ist. Wenn Korypheus unbarmherzig ist, muss ich noch unbarmherziger sein. Der Krieg fordert Opfer von uns allen. Das war's schon. Habt ihr ein Anliegen? Der Tod der Göttlichen hat euch schwer getroffen. Wie geht es euch jetzt? Oh, ihr meint wegen meines Gefühlsausbruchs in Haven. Es geht mir schon viel besser. Sie war mir eine gute Freundin. Und es wird dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass sie nicht mehr hier ist. Aber danke, dass ihr gefragt habt. Ich weiß es zu schätzen. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Es scheint, als wartet die Orlesianische Armee auf unseren nächsten Zug. Einige der Generäle stehen unserer Sache wohlwollend gegenüber. Andere sind noch immer argwöhnisch. Sie wollen sehen, wie wir uns verhalten. Okay, das Ich war jetzt ein überlasse kurzes euch wieder eure Gespräch. Arbeit. Bei ihr hätte ich jetzt damit gerechnet, dass es nochmal ausartet, aber gut. Kallen war das, neue Quest und Kallen, okay. Dann marschieren wir mal runter. Mit Dorian haben wir geredet. Haben wir jetzt irgendwen vergessen? Mal gleich mal auf die Map gucken. Hast du uns noch was zu sagen? Was kann ich heute Wahrscheinlich. für euch tun? Nee. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Boah, ihr seid doch nicht immer so schroff zu dem. Mann. Rarik, geht's dir gut? Sucht ihr jemanden, dem ihr das Ohr abkauen könnt? Ja, ihr habt ihn gefunden. Oh, jetzt leider. Ich wüsste gerne mehr über rotes Lyrium. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Okay. Ich denke, wir haben lange genug über rotes Lyrium gesprochen. Ja, genau. Ja, ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. So. Es gibt da etwas, das ich gerne mit euch besprechen würde. Okay. Inquisitor. Mutter Giselle. Ah, sie hat die Quest. Okay. Lady Inquisitor, gut, dass ihr mit mir sprecht. Ich habe Neuigkeiten bezüglich eines eurer Gefährten, des Tevinteranas. Keine guten, nehme ich an. Falls ihr Vorbehalte bezüglich seiner Anwesenheit hier habt, ich teile sie. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich stehe in Kontakt zu seinen Eltern, Haus Parvis in Carinus. Seid ihr mit ihnen bekannt? Ich habe mit Dorian nie über seine Vergangenheit gesprochen. Seine Eltern ließen mir einen Brief zukommen, in dem sie ihre Entfremdung von ihrem Sohn schildern und meine Hilfe erbitten. Sie baten mich, ein Treffen zu arrangieren, im Geheimen, ohne es ihm zu sagen. Sie fürchten, er würde sonst nicht kommen. Und da ihr euch gut mit dem jungen Mann zu verstehen scheint,
Hatte ich gehofft. Wenn er das nicht will. Angenommen, du willst deine Eltern nicht mehr sehen oder wenn du dich entfremdet hast. Klar, die vermissen dich, aber möchtest du... Nein. Wenn ihr denkt, ich bringe Dorian mit einer List dazu, seine Familie zu treffen. Ich hatte befürchtet, dass ihr das sagt. Die Familie würde einen Dienstmann schicken, der mit dem jungen Mann in der Taverne in Radcliffe alles Weitere bespricht. Sollte er tatsächlich keine Versöhnung wollen, kann er dann immer noch Nein sagen. Ich hoffe, ihr überlegt es euch anders, Inquisitor. Vielleicht wird ihr Brief euch überzeugen. Wenn es in dieser Angelegenheit einen Funken Hoffnung gibt, obliegt es uns zu helfen. Okay, offiziell wirkender Brief. Euer Hochwürden. Ich verstehe, dass ihr euch außerstande seht, Dorian zu einem geheimen Treffen zu bringen. Schon die Frage füllte mich mit Zweifeln, aber da mein Sohn jeden Kontakt abgebrochen hat, ist der einzige Weg... Ich kenne ihn. Was? Ist das der einzige Weg? Ich kenne ihn. Er wäre zu stolz zu kommen, wenn er davon wüsste und nur zu einem Gespräch. Und mehr wollen wir gar nicht. Der Gedanke, dass Dorian sich im Süden derartige Gefahren aussetzt, bereitet uns mehr Sorge, als ich in Worte fassen kann. Falls das Unterfangen irgendwie gelingt, haben wir einen Bediensteten in der Familie in den Vandral-Hügeln, der Dorians Ankunft erwartet. Er bringt den Jungen dann zu uns an einen privaten Ort. Sollte sich Dorian nachdrücklich weigern, ihn zu begleiten, endet die Sache dort. Und wir können nichts mehr tun. Wir wissen keinen Rat mehr. Mit ergebensten Grüßen. Okay. Gut. Lass mal die Karte lunchen. Wir haben mit Josephine geredet. Ein Urteil wird verlangt. Liliane haben wir gesprochen. Solas haben wir gesprochen. Dorian haben wir gesprochen. Mit Cole haben wir gesprochen. Wo ist denn die Quest hier? Cullen. Okay, dann müssen wir mit Cullen noch reden. Dann machen wir das auch erst. Der war ja hier unten. Und dann... Wo sind übrigens die Händler? Haben wir keinen Händler hier? Wer ist denn Tren? Wo bist du? Danke für mein Leben in Haven. Alle hören jetzt auf euer Kommando. Wenn das was ändert, soll es mir recht sein. Okay. So viele Standarten. Die führen den Drachen schnurstracks hierher. Er soll nur kommen. Das Tor ist jetzt auf. Er ist noch Verwundeten massakrieren. Was haben wir hier? Ein Brief. Ich füge alles bestmöglich zusammen, aber es gibt hier zwei Unterstrukturen. Die Himmelsfeste wurden in zwei Phasen erbaut oder erneut errichtet. Wollen wir aber wirklich darin investieren? Wenn sie früher schon gefallen ist, wie können wir dann sicher sein, dass es nicht wieder passiert? Zwei Worte. Der Inquisitor. Investieren und daran glauben. Wir sind so stark wie der Wille des Schwächsten von uns. Die gute Cassandra. Bonnie Sims. Ich brauche euch nicht, Schwester. Für jemanden, der so jung ist, wie du es bist, trägst du eine schwere Bürde. Ja, und zwar zurück nach Kamwald. Ich werde diese Banditen töten. Das hätte Vater gewollt. Er hätte gewollt, dass du ein gutes Leben hast. Er ist tot. Und ihr kanntet ihn nicht. Okay. Ja, die kennen wir doch. Lady Inquisitor, Bonnie Sims, zu euren Diensten. Ich hoffe, der gute Sagrid war nicht so ungehobelt. Nun, da ihr über ein gewisses Vermögen verfügt, verdient ihr etwas Besseres. Als Vorsteherin der Gewerbetreibenden werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Wer oder was sind die Gewerbetreibenden? Eine Gruppe wohlwollender und gewinnorientierter Individuen, die es sich zur Pflicht gemacht haben, örtliche Handwerker und Lieferanten zu fördern. Eine Gilde sozusagen, wobei das Katerverbindungen unterstellt, an denen wir nicht interessiert sind. Unsere Ziele innerhalb der Inquisition sind gerechtfertigt und ehrenhaft. Ihr bekommt alles, was ihr braucht. Zu redlichen Preisen. Ein Jammer, dass Sagrid Haven nicht überlebt hat. In der Tat. Aber das Leben geht weiter. Das ist alles? Er war zwar gewitzt,
aber kein allzu angenehmer Zeitgenosse. Es war Zeit für einige Veränderungen. Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass sich dadurch vieles gebessert hat. Was könnt ihr für die Inquisition tun? Alles, was ihr wollt. Und noch mehr. Es erfordert einen beträchtlichen Aufwand, einen abgelegenen Ort wie eine Hauptstadt erscheinen zu lassen. Natürlich führen die Boutiquen in Val Royeaux nach wie vor die edelsten aller Gewänder. Allerdings gehen sie nicht auf Reisen. Jedenfalls noch nicht. Warum seid ihr eine einfache Händlerin, wenn ihr dieser Gruppe vorsteht? Ich möchte den Eindruck vermeiden, ich wäre eine aufgeblasene Kommandantin einer Bande von Verbrechern. Es ist besser, im Geschäft zu bleiben, die Fäden in der Hand zu halten. Seht ihr das nicht ähnlich, Inquisitor? Wir reden ein andermal. Gewiss, Lady Inquisitor. Was hat sie denn? Oh. Also. Stufe 16. Stufe 17. Stufe 13. Getränktes Ceruleglas, gewöhnliches Metall, Waffenpläne, fügt Dämonen und Untoten mit jedem Schlag Bonus, Drachentöter, fügt Drachen mit jedem Schlag Bonusschaden zu, Bianca. Das Spiel zwingt uns quasi mit Warwick zu spielen. Gut, werden wir natürlich noch alles kaufen, aber nicht jetzt, haben wir noch was zu verkaufen. Den kriegt Cole. Ja, machen wir. Wir haben 13 Slots, nur also so viel zu verkaufen haben wir nicht. Aber wir könnten Cole mal eben schon mal den Dolch anlegen. Bevor der näher, so wie ich mich kenne, im Nirvana verschwindet. Warwick, Solas. Cool. So, mein Freund. Waffen. So. Haben wir das schon mal. So, was haben wir denn hier noch? Unsere Reittiere waren noch nie so gut untergebracht. Vielleicht schließt sich uns Meister Dennett ja doch noch an. Wir brauchen hier einfach einen echten Fachmann. Die Pferde sind hässlich. Haben wir nicht ein Einhorn gekriegt? Da, Sumpfeinhorn. Das ist doch kein Einhorn! Ist das hässlich? Nein, nicht Hirsch. Exoten. Oder gibt es dann noch eine Unterkategorie? Nee. Es ist. Dann lieber ein Pferd. Der kommt der Sache schon näher. Blackwell. Haben wir noch was zu bereden? Ich bin hier. Varricks Freund Hawk meinte, es gebe Hinweise, die grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Corypheus.
Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind. Wenn das wahr ist, sind sämtliche Wächter in Gefahr, sogar ihr. Wir sollten eure Brüder also besser finden. Ihr habt recht, und wenn euch Hawk einen Anhaltspunkt gegeben hat, wo wir mit der Suche beginnen können, sollten wir unverzüglich aufbrechen. Wie viel wisst ihr über Korypheus? Nicht sonderlich viel. Ich dachte immer, die Geschichten über die Magister, die die goldene Stadt verdarben, wären tatsächlich nur Geschichten. Ich hatte nicht erwartet, dass sie wahr sind. Und noch weniger hätte ich erwartet, dass einer von ihnen noch am Leben ist. Reden wir über etwas anderes. Nichts im Moment. Vielleicht später. So, jetzt sollten wir mal wirklich so langsam alles durchhaben. Können wir runterspringen? Upsassa. Mädchen. Ich danke euch für Haven. Für Radcliffe weniger. Aber ich bin entschlossen, euer Gnaden zu dienen. Okay. Jo, das nimmt langsam Form an. Wir arbeiten wohl. Die Feste baut sich auf. Wir können natürlich noch mehr machen. Jetzt schauen wir mal hier auf dem Hof, ob wir mit allen gequatscht haben. Da haben wir Cassandra, Sera und der Eiserne Bulle. Und hier ist Blackwell und... Gut, probeweise nochmal kurz anlabern. Woher weißt du, dass sie nicht hier angreifen werden? Dunkle Brut denkt nicht nach. Hat sich hier auch schon was getan? Oder ist... hey, gut besucht hier. Irgendjemand hat schon wieder aufgeschnittene Pflaumen auf das Fenstersims gelegt. Großes Zielschießen, Samstag, jede Herausforderung ist willkommen. Schwester Liliana entscheidet über den Sieger, außer Velk und Bianca. Die Pflaumen waren direkt vor meiner Nase, aber... Cabot. Inquisitor. Wie läuft's? Und ihr seid? Der Schankwirt, Cabot. Nur der Schankwirt? Was hattet ihr denn erwartet? Willkommen bei der Inquisition. Danke, willkommen in der Taverne. Wie ist die Stimmung im Moment? Die Leute sind spirituell erleuchtet und ziemlich besoffen. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Wir halten später eine Totenwache ab. Da habe ich geschlossen. Wo habt ihr gelernt? Ich nehme an, ihr habt eine Ausbildung genossen. Als Schankwirt? Ich bin kein Alchemist. Ich schenke Bier aus, das nicht nach Nackpisse schmeckt und tue so, als würde ich den Leuten zuhören. Ich schätze, ich habe alles zu Hause gelernt, bei Familienfeiern. Meine Spezialität ist Bier. Altes antivanisches Rezept. Streng geheim. Ihr scheint mir ein harter Hund zu sein. Warum seid ihr hier? Könnte ich kämpfen, würde ich einen Helm tragen. Wäre ich ein Magier, würde ich mit Feuer werfen und wäre vermutlich tot. Aber ich kann gar nichts. Genau wie hunderte andere Leute, die nichts tun können, außer dafür zu sorgen, dass die Tausenden, die etwas tun können, es auch tun können. Abgesehen davon, gibt es einen ungefährlicheren Ort als euer Schloss? Weitermachen. Inquisitor. Okay. Was haben wir hier? Nix. Wir haben den Brief doch schon untersucht. Der eiserne Bulle. Kammelst du denn hier rum? Wie geht's? Gut. Ist später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Da ist noch was zum Lesen. Krem, du stehst auf dem Stuhl. Inquisitor, das hört sich irgendwie gut an. Wir sind froh, dass wir hier sind, euer Gnaden. Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Okay. Wir unterhalten uns später. Ein Tavernenlied. Das lese ich jetzt nicht vor. Ich hoffe, ich kann irgendwie helfen. Soll ich vielleicht irgendwas putzen? Shatterland. Oh, Inquisitor,
Ich arbeite für euch. Mhm. Sutherland, euer Gnaden. Ich sah einige Banditen, also wollte ich die Leute warnen. Ich rede mit euren Kriegern und dann halte ich mich im Hintergrund. Einsatz verfügbar. Ich hoffe, ich kann irgendwie helfen. Soll ich vielleicht irgendwas putzen? Wenn ich es dir sage, ich weiß, was ich gesehen habe. Den Champion. Du sagst, du hast den Champion gesehen. Und ich soll dir glauben. Ich war in Kirkwall. Was? Kohl suchen? Wenn ich ihn sehe. Was macht ihr gerade? Ich lausche. Überanstrengte Augen, das Scheppern der Rüstungen dröhnt in meinen Ohren. Mein Rücken schmerzt, meine Finger sind zu ungeschickt für einen Knoten. Kühler Wind wie an Tante Eloises Teich. Verbrühte Lippen, als ich nippe. Wärme blüht in mir auf. Der erste Kuss in der Scheune. Wie war noch sein Name? Zinn klappert, als das Blut fließt. Piers verhüllter Körper auf dem Wagen, der zur Kirche rollt. Noch 5 Minuten. Es ist meine Schuld. Könnt ihr etwas für sie tun? Ja. Schon gut. Nichts, was ihr getan habt, war von Bedeutung. Was? Wer seid ihr? Sie liegen da und manchmal sterben sie. So wie Pierre. Ihr könnt sie nicht retten. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Moment. Das hat nicht funktioniert. Lasst es mich erneut versuchen. In einer Minute werdet ihr mich vergessen. Hört auf, Cole. Inquisitor, was macht ihr hier, euer Gnaden? Gehört dieser Mann zu euch? Ja, bitte entschuldigt die Störung. Wie soll ich es richtig machen, wenn ich es falsch gemacht habe und sie nicht vergessen lassen kann? Hört auf, in ihrem Kopf herumzuwühlen. Begegnet ihr wie eine normale Person. Euer Gnaden, gibt es... kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ihr wart traurig. Natürlich war ich traurig. Ein Mann ist gestorben, weil ich ihn nicht retten konnte. Es war nicht eure Schuld. Ihr könntet arbeiten, bis ihr zusammenbrecht und würdet dennoch nicht jeden retten. Danke, dass ihr das sagt. Bitte entschuldigt mich, euer Gnaden. Es geht ihr nicht besser. Sie braucht Zeit, um es zu verarbeiten. Es wäre schneller gegangen, wenn ich es richtig gemacht hätte. Dann habt ihr jetzt ebenfalls Zeit, das zu verarbeiten. Das verstehe ich nicht. Aber danke, dass ihr versucht habt, mir zu helfen. Okay. Dann müssen wir aber jetzt wirklich alles haben. Was ist das denn jetzt für eine Türe? Achso, hier geht's wieder in die Küche. Neue Verbündete bringen auch neue Feinde mit sich. Und jetzt haben wir einen Ort, an dem wir sie einsperren können. Euer Gnaden, die Zellen für die Feinde der Inquisition sind bereit.
Die Himmelsfeste hat gute Kerker. Wer auch immer sie gebaut hat, wusste, wie man Gefangene wegsperrt. Okay. Hier müssen wir aber noch zumachen, ne? Bauliche Einschätzung des Gefängnisses. Diese Aufgabe ist schwieriger. Überall Risse und Brüche. Tragende Blöcke sind verschoben. Der Zustand hält aber schon eine Epoche oder länger. Darum habe ich die Arbeiter alles abstützen lassen, sodass es einigermaßen stabil ist. Von einem Neuaufbau würde ich abraten. Wenn wir die Gewichtsverteilung ändern, könnten Risse stärker belastet werden, die wir jetzt gar nicht sehen. Ich habe so etwas schon erlebt, bei Dämmen und Flutwellen. Was dann bei einem Gefängnis dieser Größe passieren würde, will ich gar nicht wissen. Okay. Geil gemacht, ne? Muss man ja sagen. Ja. Dann gehen wir wieder raus, oder? Hier ist ja sonst nichts. Mal sehen, ob wir mehr oder weniger dazu gezwungen werden, wenn wir richten, ob wir da Leute in den Knast stecken. So, Cassandra war noch dran. Wo ist die? Da ist Cassandra. So, Mäuschen. Was ist? Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Mir fällt nichts ein, was ihr nicht auch selbst wüsstet, Inquisitor. Okay, scheint sich wieder beruhigt zu haben. Das wäre vorerst alles. Wie ihr meint. So, lesen? Haben wir es nicht schon gelesen? Müssen wir es jetzt mal wieder neu lesen? Gibt es gestohlene Ziegel? Ich habe eine Markierung gefunden, die ich aus den Unterlagen meines Meisters kenne. Gebannt in High Ever, bevor es 480 erobert wurde. Das war damals Orlé, aber der vorliegende Stil ist es nicht. Also wurde der Ziegel wahrscheinlich geplündert. Vielleicht gibt es noch mehr davon. Das ist zwar lange her, aber der Inquisitor sollte dennoch wissen, wo er wohnt. Unsere Sache macht vergangene Untaten wieder gut. Die Verbrechen der Vergangenheit werden bald vergessen sein, sobald die Heimat der Inquisition ist. Aber gebt in High Ever Bescheid, damit sie eure Chronik korrigieren können. Okay. Hier kann man jetzt nur hoch, da müssen wir nicht hoch. Ja, dann haben wir es endlich, hoffe ich. Und wir können uns jetzt wieder den wichtigen Dingen des Lebens widmen. Wo ist Sera? Waren wir hier schon drin? Ah, das war die Kneipe, ne? Ne, da war die Kneipe. Was war denn jetzt hier drin? Die Waffenkammer. Okay, hier ist schön still und ruhig, alles Paletti. Inquisitor. Ja? Und? Ich glaube, wir können diese Questmarkierung mal wegmachen. Aber wir haben die Quest bei Kalle noch nicht angenommen. Was geht, Explorer? Dann machen wir das noch schnell. Dann können wir in der nächsten Folge einen schönen, sauberen Start hinlegen. Hier kommen wir wahrscheinlich... Kallen, wo soll das sein? Jetzt nicht mehr, oder was? Müsste doch hier sein, oder? Eine komische Sache. Als ich nach unten gegriffen habe, war mein Dolch nicht mehr da. Er war einfach weg. Ich lese das jetzt mal nicht vor, weil wir schon bei 30 Minuten sind. Und wisst ihr, wo ich ihn gefunden habe? In einem Fass. Das Ding war randvoll mit Dolchen. Aber das Seltsamste daran ist, ich erinnere mich noch, dass ihn mir jemand vom Gürtel genommen hat, aber ich weiß einfach nicht mehr wer. Wo ist Köln denn jetzt? Da ist Köln. Da glaube ich, ist ein sehr abgeschiedenes Büro. Inquisitor, ich habe herausgefunden, woher die roten Templer kamen.
von Theron Falls Schanze. Den Rittern wurde rotes Lyrium eingeflößt, bis sie sich in Monstren verwandelten. Nachdem ihr Verfall vollständig war, hat Samson die Führung übernommen. Woher kennt ihr Samson? Er war ein Templer in Kirkwall, bis er aus dem Orden ausgeschlossen wurde. Ich wusste, dass er süchtig war, aber das hier... Rotes Lyrium ist vollkommen anders als das Lyrium, das die Kirche herausgibt. Seine Macht ist mit entsetzlichem Wahnsinn verbunden. Wenn es so mächtig ist, wie ihr sagt, können wir es da nicht auch zu unserem Vorteil nutzen? Beim Erbauer nein. Nicht ohne unseren Verstand und unsere geistige Gesundheit zu verlieren. Die Roten Templer brauchen weiterhin Lyrium. Wenn wir ihre Quelle finden, können wir sie und ihren Anführer schwächen. Mir gefällt die Idee, die Schwächen der Roten Templer herauszufinden, bevor wir ihnen im Kampf gegenübertreten. Gegen das, was durch ihre Adern strömt, werden wir jeden Vorteil brauchen, den wir kriegen können. Das rote Lyrium wird von Schmugglerkarawanen über die Handelsstraßen transportiert. Bei ihnen könnten wir einen Hinweis darauf finden, wo es abgebaut wird. Seid aber vorsichtig, wenn ihr euch mit ihnen befasst. Alles, was mit Samson in Verbindung steht, wird äußerst gut bewacht sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sind bei 31 Minuten, das ist viel zu lange. Viel zu lange. Ich danke dir fürs Zuschauen, wenn du dann überhaupt da draußen noch zuschaust und dich schon abgeschaltet hast. Und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.